Hallöchen, ihr Lieben. Ja, hier wieder das Elfenstübchen. Ja, meine Stimme versagt mal wieder. Yeah. Ich hoffe, es wird nichts Ernsteres. Ich bezweifle. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, sagen wir mal so. Ja, ihr seht hier sitzt Flavio. Ja, Flavio 1 ist fertig. Flavio guckt jetzt eben noch zu und zeige ich euch nachher. Ich habe, wie ihr unschwer sehen könnt, bei Doreen Beats bestellt und habe mir gedacht, ich lasse euch mal teilhaben. Da kommt noch was, aber egal. Ich habe mir diese süßen Anhänger bestellt. Mit den Hundeknochen dran. Und was ich schön finde, ist, sie sind tatsächlich von beiden Seiten. Und die haben auch relativ viel Gewicht. Da sind jetzt drin 3 Stück. Falls jemand die übliche Nummer wissen möchte. Ging auch echt fix. Also mal ganz ehrlich, ich bestelle ja nun auch gerne bei AliExpress. Aber da dauert der Versand natürlich immer ewig. Und bei Dorin Beats, Rucki-Zucki, das hat jetzt noch nicht mal 2 Wochen gedauert. Also echt Hammer. Ja, den. Denn wie ihr alle wisst, haben wir einen Schäferhund. Und den Anhänger hier habe ich, den kriegt mein Mann, glaube ich, mit einem Knochen für seinen Schlüsselanhänger. Ja. Hier ist einmal die Nummer. Da hört ihr sie, glaube ich, gerade. Dann habe ich mir diese Blümchen hier gekauft. Als Anhänger. Das ist einmal diese welche Nummer. ja, den habe ich auch für meinen Mann geholt. Mal gucken, ob ich den hier rauskriege. Hier ist einmal die Nummer. Von Star Wars. Ja, der guckt gerne Star Wars. Mein Fall ist das ja nicht, aber ist auch gut verarbeitet, also erschreckend gut, finde ich. Ich finde ihn ulkig. Ja, noch ein Schlüsselanhänger. Aber mein Mann hat viele, viele Schlüssel, da passt das, kriegt jeder ein. denn eine sehr typische Rechnung bzw. Zusammenstellung der ganzen Sachen. Und dann habe ich mir einmal ein paar Medaillons bestellt. Einmal diese Nummer. Flavio guckt immer noch ganz nett zu hier. Denn einmal Großlochperlen, weil mein letzter Shopping-Einkauf war etwas, ja, eben. Der waren die winzig und die Großlochperlen benutze ich immer sehr, sehr gerne für, wenn ich für meine Taschen irgendwas mache. Ich weiß gar nicht, habe ich Beispiel? Habe ich jetzt nicht so zur Hand. Auf alle Fälle finde ich die dafür immer sehr genial, weil wenn ich da den Stoff oder sowas durchschiebe, sind die natürlich wesentlich besser. Die Farbe habe ich auch an dem anderen Paket gar nicht gehabt. Das finde ich auch immer sehr interessant. Ja, denn einmal von diesen Tools. Hier sind jetzt wirklich hoch, Verzeihung. Unten sind die alle gleich und oben alle unterschiedlich. 2 werde ich wahrscheinlich behalten, den ganz großen hier und den anderen, weil mein kleinen, den ich im Pink, ich glaube von Teddy irgendwann mal gekauft habe, der ist ja
schon sehr misshandelt. Hier ist einmal die Nummer. Dann habe ich mir diese kleinen hier nochmal mitbestellt, weil die irisieren total toll. Also der Farbverlauf, das ist, ja, finde ich immer wieder schön. Und ich hatte, glaube ich, nur mal zwei oder drei in so einem Tauschpaket drin. Und ja, die sind schnell weg. Und dann ist man traurig, dass man nichts mehr hat. Zeige ich euch mal eben so. Finde ich auch sehr genial. Das sind keine Perlen oder doch, das sind doch Perlen. Da könnt ihr sehen, ist ein Loch drin. Aber ich finde die auch so ganz schön, wenn man eine Schatzkiste bastelt oder so und die dann unten reinklebt, so als Diamanten. Also das war kein Fehlkauf. Ich wusste, auf was ich mich da einlasse. Ja, finde ich ganz schön. Richtig zumachen. Das ist hier, da sind 100 Stück drin, ganzer Beutel voll, also mit der Nummer. Und ja, da werde ich ein bisschen was von haben. Dann habe ich mir welche von diesen, ich nenne sie mal Glasnuggets. Einmal die Nummer und die Größe hier. Das ist 2,5, also 2,5 cm. Ich habe so selbstklebende, aber die finde ich auch gut. Aber ich habe mir gedacht, ich hole mir mal auch mal welche von diesen hier. Dann habe ich mir dazu noch, weil ich ja im Moment so auf Flamingo stehe, na komm, sind die nicht toll? Die sind gleich. Hört ihr das? Ah, hier dieser dicke, fette Brummer. Einmal diese Glasnuggets. Finde ich ja total schön, ne? Ich bin mal gespannt, ob ihr den Brummer im Video hört. Ich bin ja tierlieb, aber die Viecher nerven. Und dann durften es noch ein paar Metallteile sein. Und zwar diese hier. Da sind auch ja, 20 Stück, wie ihr sehen könnt. Also ich muss sagen, die Tüten, ja, also diese hier zum Beispiel, ich meine, seht ihr das? Die sehen ja schon recht vergewaltigt aus, ne? Und hier drüber habe ich mich richtig gefreut, als ich die gefunden habe. Yes. Ich arbeite an den kleinen Tüten, die aufzukriegen. So, Moment. Das ist einmal hier so ein kleines Schloss und hier noch so ein kleiner Schlüssel. Und da sind je 30 Stück drinne mit dieser welcher Nummer. Und ist das nicht niedlich? Ich finde die ja total putzig.
lass die mal. Ich pack die da mal so rein. Und als letztes. Naja, eine Sache habe ich noch da drin, aber die zeige ich euch noch nicht. Das ist einmal diese Nummer mit diesem Teil. Teilen, weil das sind hier auch schon zwei. So. Man kann die ja so rum oder so rum. Ja, finde ich auch mal, ne, für meine Kistchen und Moment. Ja, und dann eben halt noch ein süßer kleiner Büdel dazu. Ja, das war mein kleiner Einkauf. Dann habe ich mir, ich will demnächst was basteln. Ich habe wieder was Neues gesehen und habe mir gedacht, oh, das muss ich nachbasteln. Da gibt es zwar auch eine Anleitung für, aber ich glaube, ich werde das nicht nach der Anleitung machen. Ich mache das Pi mal Daumen. Und habe mir ein paar Sachen schon mal dazu gekauft, wie ich die auch eben gerade gekommen sind und wie ich dann gerade festgestellt habe, habe ich mir diese Holzräder gekauft. Wollte ich zwei Packen haben, A4 habe ich gedacht. Ja, nix da. Entschuldigung, Arschlecken ist. War immer nur ein Rad. Jetzt habe ich natürlich für ein Rad verdammt viel Geld ausgegeben, weil ich ja dachte, das wären vier. Aber ja, was soll's. Das, was ich vorhabe, hat halt keine zwei Räder, sondern vier Räder. Also habe ich nochmal vorhin nochmal zwei nachbestellt. Ist halt so. Ja. Habe dann natürlich gleich noch ein paar andere Sachen bestellt, weil Minimum 10 Euro. Aber egal. Also da habe ich. Die brauche ich dafür. Dann habe ich einen kleinen Mini-Zylinder gekauft, der da auch zu passt. Ein Mini-Besen, ja, den könnte man sich jetzt auch selber machen, aber der hat jetzt nicht die Welt gekostet. Und, Gott, Gott, Moment, da muss ich aufpassen, dass mir die nicht wegfliegen, weil sonst sind sie wahrscheinlich weg. Mäuse. Sind die nicht putzig? Voll die Mini-Mäuse. Ja, manchmal brauche ich ein paar verrückte Dinge. So, das kommt erstmal alles wieder ins Tütchen hier. So, Moment, Moment, Moment. So, Flavio, willst du dich zeigen? Ja, also wer mich auf Facebook verfolgt hat oder Instagram, hat schon gesehen, ich habe eine kleine Geschichte zu Flavio gemacht. Der ist echt cool und ja, ich habe ihn schon ins Herz geschlossen. Gerade dieser Rosenwirbel-Plüschstoff hier finde ich auch total genial dazu. Ja, das ist Flavio. Flavio hat auch eine ziemliche Größe und dicke Paddelpoten. Ja, Kuckuck, ist der nicht genial? Also ihr seht, der ist wirklich riesig. Ist halt ein Kuscheltier, ne? Also bei uns sind das Deko-Objekte. Ja, tick, 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 tick. Ja, er ist einfach cool. Ja, so, Flavio zeigt sich jetzt mal von seiner besten Seite hier, von vorne. Damit sage ich für heute erstmal Tschüss. Es sind knappe 15 Minuten, aber 15 Minuten sind 15 Minuten, ne? Besser als keine. Also in diesem Sinne,
sage ich Tschüssikowski. Bis bald.